Koran. Seit 1400 Jahren versuchen Muslime in aller Welt, seine Verse zu enträtseln. Der Koran hat mehrere Bedeutungsebenen. Durch beständige Reflexion kann man den Text öffnen, ihn erschließen. Seine Worte haben ganze Zivilisationen zur Größe geführt. Der Islam schaffte in seinen ersten 100 Jahren ein Imperium, größer als das römische. Doch manche finden im Koran die Grundlage einer Ideologie der Gewalt. Viele religiöse Gestalten interpretieren den Koran so, dass er für Konfrontation, Gewalt und Tod spricht. Was ist also die wahre Bedeutung des Koran? Halbwissen ist gefährlich. Nur den Koran lesen zu können, bedeutet noch nicht, ihn auch zu verstehen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Der Koran ist die heilige Schrift des Islam. Mehr als 1 Milliarde Muslime weltweit glauben, er sei das unmittelbare Wort Gottes, wie es im 7. Jahrhundert dem Propheten Mohammed offenbart wurde. Der Koran hat keine Erzählstruktur wie die Bibel. Stattdessen sind seine 114 Suren vor allem der Länge nach geordnet. Manche sind mehrere Seiten lang, andere nur ein paar Worte. Muslime glauben, Gott offenbarte Mohammed die Verse des Koran über einen Zeitraum von 22 Jahren hinweg. Die Gelehrten fügten den Text erst nach dem Tod Mohammeds in schriftlicher Form zusammen. Die Interpretation des Koran ist somit seit jeher eine Herausforderung. Er erzählt nicht die Geschichte des Islam, des Propheten oder der frühen muslimischen Gemeinde. Er erzählt gar keine Geschichten. Der Koran ist im Prinzip Gottes dramatischer Monolog. Für eine Minderheit von Muslimen des 21. Jahrhunderts dient dieser Monolog als Rechtfertigung einer extremistischen politischen Philosophie und eines gewalttätigen religiösen Fundamentalismus. Sure 58, Vers 5. Wahrlich, diejenigen, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen, werden gewiss erniedrigt werden, eben wie die vor ihnen erniedrigt wurden. So sehen viele den Koran, Muslime wie Nichtmuslime. Zwar enthält das Heilige Buch Passagen, die nach Gewalt rufen, doch diese komplexe Schrift spricht auch oft gegen die Gewalt. Sure 5, Vers 2. Und helft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, doch helft einander nicht in Sünde und Übertretung. Für die überwältigende Mehrheit der Muslime sind diese Botschaften von Frieden und Nächstenliebe die wahren Prinzipien des Korans. Für viele Muslime ist der Koran das Regelwerk für ihr Leben. Das Buch handelt nicht nur von ihrer Beziehung mit Gott. Der Koran ist eine Quelle moralischer Anleitung. Wie können zwei Weltsichten, eine des Friedens und eine der Gewalt, innerhalb eines Buches existieren? Jene, die ein Bild eines gewalttätigen Islams zeichnen wollen, verweisen auf nur wenige Verse. Diejenigen, für die er für Friede und Toleranz steht, zeigen auf andere. Beides ist nicht ganz korrekt. Diese Widersprüche sind auch das Produkt von mehr als 1400 Jahren Kultur und Konflikt. Nach islamischem Glauben berief Gott Muhammad ibn Abdullah im Jahre 610 nahe der Stadt Mekka zum Propheten. Die Offenbarungen, die er erhält, werden als der Koran bekannt. Viele dieser Offenbarungen handeln von einer gerechteren und gleicheren Gesellschaft. Es sind revolutionäre Ideen.
Mohammeds Botschaft entfacht rasch die Herzen all jener, die schon seit Generationen unter Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu leiden haben. Wir müssen uns um die Armen kümmern, um die Bedürftigen, die Mittellosen, die Entrechteten und Machtlosen. Das ist der Tenor der islamischen sozialen Gerechtigkeitslehre. Einstmals rivalisierende kriegerische Stämme mit den verschiedensten Göttern werden unter Mohammeds islamischem Banner vereint. In nur wenigen Jahrzehnten verbreitet sich die Botschaft des Korans über die gesamte arabische Halbinsel. Nach Mohammeds Tod im Jahre 632 sind es die muslimischen Herrscher oder Kalifen, die das Wort des Heiligen Buches weiterverbreiten. Sure 18, Vers 29. Und sprich, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Darum lasst den gläubig sein, der will, und den ungläubig sein, der will. Der Koran befiehlt den Muslimen, die Botschaft des Islam zu verbreiten. Besonders die Herrscher interpretieren das als Ausweitung des islamischen Weltreiches. In nur 50 Jahren absorbiert die einst kleine Glaubensgemeinschaft von Mekka und Medina den Großteil des indischen Subkontinents. Sie schluckt beinahe ganz Nordafrika und drängt den christlichen Herrschaftsbereich bis tief nach Europa zurück, macht das Christentum zu einer bloßen Regionalmacht. Der Koran inspiriert eine Serie von Weltreichen. Eines der ersten ist das Abbasidenreich mit Zentrum in Bagdad. Der Aufstieg der Abbasiden-Dynastie im Jahre 750 ist der Beginn des goldenen Zeitalters des Islam. Eine Zivilisation, die auf der Botschaft des Korans aufbaut. Eine tragende Säule dieser Zivilisation ist ein Konzept, das im Heiligen Buch stets betont wird. Ilm oder Wissen. Das Wort Ilm oder Wissen kommt im Koran öfter vor als jedes andere Wort, außer Gott. Gott betont das Wissen, denn es macht uns zu menschlichen Wesen. Ilm, so sagen viele Gelehrte, inspiriert die Herrscher des Weltreichs und lässt ihre Zivilisation erblühen. Der Koran ist wie ein Samenkorn. Es explodiert und die schlafenden Menschen Arabiens werden zu Neugier und Entdeckung angeregt. Das Abbasidenreich erreicht ungeahnte Höhen in den Wissenschaften, der Mathematik und der Technologie. Seine Gelehrten bewahren viele griechische Texte der Antike, die sonst verloren gegangen wären, und geben sie später an die Europäer weiter. Es war eine Ära, in der die großen Werke der Literatur und der Philosophie, besonders Aristoteles, nicht auf Griechisch, sondern auf Arabisch bewahrt wurden. Diese großen Werke wurden nicht aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt, sondern aus dem Arabischen. Der Koran inspiriert auch Kunst und Kultur. Die islamische Kunst betont zum Beispiel sehr stark die Kalligraphie, also das kunstvolle Schreiben der arabischen Schrift. Besonders wenn es um die Suren des Koran geht. Die Koranverse als Dekoration sind beispielhaft für die islamische Kunst. Wie die christlichen Mönche, die die Bibel kopieren, werden auch die Kalligraphen, die den Koran niederschreiben, hoch geschätzt. Manchmal braucht es Jahre, um eine vollständige Kopie des Heiligen Textes anzufertigen. Unter dem Schutz des Abbasidenreichs verbreitet sich das Wort des Korans. Millionen Menschen leben ihr Leben nach seiner Botschaft. Eine dieser Anweisungen dreht sich um ein Wort, das nur wenige Male auf den Seiten des Korans auftaucht und doch besonders viel Misstrauen und Streit hervorbringt. Dschihad. Die grundlegende Bedeutung des Wortes Dschihad liegt in dem Bemühen, ein guter Muslim zu sein, den Regeln des Islam zu folgen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Dschihad. Dschihad bedeutet Kampf.
Es gibt zwei unterschiedliche Formen. Den kleinen Dschihad und den größten. Der größte Dschihad, ein Begriff, den Mohammed selbst benutzte, bedeutet den inneren Kampf um die eigene Seele, das Streben, ein besserer Mensch in den Augen Gottes zu werden. Der größte Dschihad spielt in der islamischen Tradition die bedeutendere Rolle. Doch der kleine Dschihad erzeugt historisch gesehen größeres Interesse und größeren Streit. Der kleine Dschihad ist der äußere, physische. Wenn man selbst oder die Familie angegriffen wird, hat man die Pflicht, sich zu wehren. Sure 22, Vers 39. Die Erlaubnis, sich zu verteidigen, ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschah. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Wenn der Islam bedroht ist, hat ein guter Muslim das Recht, ja sogar die Pflicht, den Glauben, die Gemeinschaft und sich selbst zu verteidigen. Das Konzept des Dschihad als Krieg nimmt für die Anhänger des Korans schon bald neue Bedeutung an. Auf dem Höhepunkt des islamischen Weltreichs marschieren Armeen aus dem christlichen Europa ein. Eine Serie von Kriegen um die heilige Stadt Jerusalem beginnt. Die Kreuzzüge. Im 10. und 11. Jahrhundert dienen von Spanien bis Indien zwei Bücher als spiritueller Leitfaden für Millionen von Menschen. Die Bibel und der Koran. Unter der Anleitung des Korans regieren muslimische Herrscher über mehrere große Imperien, riesige Städte voll Reichtum und Kultur, Zentren der Wissenschaft und Kunst. Das christliche Europa hingegen befindet sich im finsteren Mittelalter. Die beiden Religionen haben indes vieles gemeinsam. Der Islam betrachtet die Christen und Juden als Völker des Buches, die an denselben Gott wie die Muslime glauben. Sure 2, Vers 62. Wahrlich, diejenigen, die glauben, und die Juden und die Christen, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, diese haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Der Koran nimmt außerdem auf viele biblische Gestalten Bezug. Sure 57, Vers 27. Wir ließen unseren Gesandten Jesus, den Sohn der Maria, folgen, und wir gaben ihm das Evangelium. Und in die Herzen derer, die ihm folgten, legten wir Güte und Barmherzigkeit. Doch in der islamischen Welt genießt die Kultur der Europäer keinen großen Respekt. Die Muslime hatten eine sehr klare Vorstellung von den Völkern des nördlichen Europa. Sie waren Ungläubige, ungewaschene Rüpel, wie trampelnde Tiere. Diese beiden Welten geraten in Konflikt über einen der heiligsten Orte der Welt: Jerusalem. Jerusalem gilt Christen, Juden und Moslems als heilige Stadt. Nach Mekka und Medina ist Jerusalem die drittheiligste Stadt des Islam. Dort markiert der Felsendom die Stelle, wo der Überlieferung zufolge Mohammed zum Himmel auffuhr. In den Jahrhunderten nach Mohammeds Tod herrschen arabische Muslime über die Stadt. Die Botschaft des Koran wird in der ganzen Region verbreitet. Dann, gegen Ende des 11. Jahrhunderts, übernehmen türkische Muslime die Kontrolle über die Stadt. Die Türken sind keine Araber. Sie sind ein separates Volk, aber dennoch Muslime. Sie ziehen südwärts durch Syrien und erobern 1077 Jerusalem von den Arabern. Das türkische Seldschukenreich expandiert auch nach Westen und stellt somit eine direkte Bedrohung für das christliche Europa dar. Die Kirche von Byzanz, nahe der Grenze des türkischen Reiches, steht als erstes unter Druck. 1095 richtet Byzanz eine dringende Bitte um Hilfe an die westlichen Christen von Rom. Der Kaiser von Byzanz schickt eine Botschaft nach Europa, an den Papst in Rom.
Er braucht Hilfe, um seine Grenze gegen die Türken zu verteidigen, die seiner Hauptstadt Konstantinopel immer näher kommen. Papst Urban II. Stimmt der Militärhilfe zu und ruft die mächtigen Ritter in ganz Europa zum Kampf auf. Um sie zu motivieren, stellt er den Konflikt als Krieg zwischen den Religionen und ihren heiligen Schriften dar. Urban verbindet all dies mit dem Aufruf, die Türken nicht nur aus Kleinasien zu vertreiben, sondern aus allen eroberten Gebieten. Dazu gehören Syrien, vor allem aber auch Jerusalem. In 1096 beginnt der erste Kreuzzug. Mehr als 50.000 christliche Fußsoldaten und 7.000 Ritter marschieren von Europa gegen das Heilige Land. Nach einer beschwerlichen Reise von 3 Jahren erreichen sie die Hügel vor Jerusalem und belagern die Stadt. Die Belagerung dauert einen Monat, in dem mehr als 1.000 Kreuzfahrer an Krankheit und Kriegswunden sterben. Dann, am 15. Juli 1099, brechen die Christen durch die Mauern Jerusalems und dringen in die Stadt vor. Es gab viel böses Blut zwischen den Feinden. Die Kreuzfahrer waren seit 3 Jahren unterwegs, um hierher zu gelangen. Und sie hatten viele Wochen vor den Mauern Jerusalems in ständiger Todesfurcht verbracht. Als sie reinkamen, war die Eroberung der Stadt ziemlich brutal. Die historische Überlieferung beider Seiten lässt keinen Zweifel. Die Kreuzfahrer waren überaus blutrünstig. Das Gedenken an die Brutalität der Kreuzfahrer lebt bis heute in der Erinnerung der Muslime fort. Nach der katastrophalen Niederlage suchen viele im Koran nach Antworten. Unmittelbar nach dem ersten Kreuzzug kamen Religionsgelehrte zusammen, lasen die Heilige Schrift und fragten: Was haben wir falsch gemacht? Wie haben wir Gott erzürnt? Ein Konzept des Korans erweist sich als Schlüssel zu der Frage, wie eine der heiligsten islamischen Städte verloren gehen konnte und wie sie wieder zu erobern sei. Die Muslime wenden sich dem Dschihad, dem Kampf, zu und legen die Grundlage für ihren eigenen heiligen Krieg. Bis hierhin kannte der Islam kein Äquivalent zum Heiligen Krieg. Erst jetzt gewinnt das Wort Dschihad diese neue Bedeutung, als Resultat der Kreuzzüge. Doch der Heilige Krieg der Muslime beginnt erst fast 100 Jahre später, mit dem Aufstieg zweier Krieger, die Dschihad zum Schlachtruf machen. Nur ad-Din ist ein mächtiger Herrscher, der 1146 die Kontrolle über Teile des heutigen Syrien und Jordanien gewinnt. Er ist ein tief religiöser Mann, der sich in das Studium des Korans vertieft. Wo immer er hinging, war er von Religionsgelehrten, Koranvorlesern und Mystikern begleitet. Sie inspirierten die Truppen und lasen ihnen die relevanten Verse des Koran über Dschihad vor. Sure 9, Vers 14. Bekämpft sie, so wird Allah sie durch eure Hand bestrafen und demütigen und euch gegen sie helfen. Nur ad-Din liest diese Passagen als einen Aufruf zur Rückeroberung Jerusalems. Nur ad-Dins Interpretation von Dschihad fällt bei seinen Untertanen auf fruchtbaren Boden. Sie sind begierig, die Europäer zu besiegen. 1145 beginnt in Europa der zweite Kreuzzug. Doch als die Armee der Kreuzfahrer die Ländereien Nur ad-Dins erreicht, wird sie vernichtend geschlagen. Die Siege Nur ad-Dins inspirieren seine Anhänger, darunter auch seinen Leutnant, einen jungen Krieger, der ebenfalls eifriger Koranschüler ist. Sein Name? Saladin. Er strebt die spirituelle Wiedergeburt der Region an. Er war ein sehr religiöser Mann.
Ein Freund sagte über ihn, er dachte ständig an Gott und Dschihad. Und wenn man nicht darüber mit ihm reden wollte, hatte er nichts zu sagen. 1174, als gerade eine Offensive zur Rückeroberung Jerusalems an Schwung gewinnt, stirbt Nuradin. Saladin übernimmt die Macht und beginnt die Planung seines Angriffs auf die heilige Stadt. Doch zunächst muss Saladin die Kreuzfahrer in einer blutigen Entscheidungsschlacht außerhalb von Jerusalem bezwingen. Auf einem trockenen Bergplateau unter der sengenden Wüstensonne bereitet Saladin sich auf die Schlacht vor. Er und seine Truppen suchen Trost im Koran. Juli 1187. Über dem Plateau von Hattin, einer kargen Wüstenlandschaft 110 Kilometer nördlich von Jerusalem, geht die Sonne auf. Muslimische Soldaten bereiten den Angriff auf das Heerlager der christlichen Kreuzfahrer vor. Um seine Truppen zu inspirieren, befiehlt Saladin einem religiösen Berater, Passagen aus dem Koran zu verlesen. Sure 3, Vers 195. Und diejenigen, die da auswanderten und aus ihren Häusern vertrieben wurden und auf meinem Weg litten und kämpften und fielen, wahrlich, tilgen will ich ihre Missetaten und wahrlich, führen will ich sie in Gärten, durch die Bäche eilen, als Lohn von Allah. In dieser historischen Epoche existieren erstmals handliche Ausgaben des Korans, die es Muslimen erlauben, das Wort Gottes jederzeit bei sich zu tragen. Weil der Koran ursprünglich mündlich überliefert wurde, hat jedes Dorf einen Hafiz, der den gesamten Text auswendig lernt. Mit der Zeit beginnt die Niederschrift des Korans auch für den individuellen Gebrauch. Die Taschenkorane des 11. Jahrhunderts bestehen aus Papier und machen die Heilige Schrift auch einfachen Menschen zugänglich. Man konnte sie einstecken, ganz nahe am Körper tragen und sich so dem Schutz Gottes nahe fühlen. In der Nacht vor dem Angriff zünden die Muslime das Gras und das Kreuzfahrerlager herum an. Bei Sonnenaufgang sind die Kreuzfahrer in beißenden Rauch gehüllt. Als die Sonne sich über dem Schlachtfeld erhebt, greifen die Muslime an. Nach einem halben Tag der Schlacht ist die Armee der Kreuzfahrer vernichtet. Vom Sieg ermutigt, richtet Saladin seinen Blick auf Jerusalem. Drei Monate später steht Saladins Armee vor den Toren Jerusalems und umzingelt die Stadt. Nach 12 Tagen Belagerung kapitulieren die zahlenmäßig weit unterlegenen christlichen Truppen. Saladin muss nun entscheiden, wie er die Tausenden von Gefangenen behandeln soll. Seine Berater überzeugten ihn, dass dies eine Gelegenheit war, Gnade zu zeigen und damit die Überlegenheit des Islam über das Christentum zu demonstrieren. Saladin akzeptiert die Kapitulation des christlichen Kommandanten. Dann entlässt er sämtliche Gefangenen unversehrt. Er lässt alle gehen, die Lösegeld zahlen können. Und für jene, die kein Lösegeld zahlen können, bezahlt er selbst aus eigener Tasche. Nur die Inspiration des Korans macht diese Handlung Saladins möglich. Der Verlust Jerusalems ist eine bittere Niederlage für die Christen in ganz Europa. Der Fall der Stadt löst einen weiteren Kreuzzug aus, um Jerusalem zurückzugewinnen. Der dritte Kreuzzug beginnt 1189.
Er wird geführt von Richard Löwenherz, König von England. Wie Saladin gilt Richard als stark im Glauben und mutig im Kampf. Die beiden Krieger sind würdige Gegner. Richard kennt Saladins Ruf schon, bevor er seine Heimat verlässt und ins Heilige Land reist. Saladin wurde viel gepriesen und gefürchtet. Die frühen Schlachten Richards gegen die Truppen Saladins enden in klaren Siegen für die Christen. Doch die Einnahme Jerusalems ist viel schwieriger. Saladins Armeen sind stark. Und die Stadt ist von Mauern und offenem Land umgeben, was einen Angriff erschwert. Es kommt zu einer Pattsituation zwischen Christen und Muslimen. Am 2. September 1192 einigen sich beide Seiten auf einen Waffenstillstand. Aus muslimischer Sicht ist der dritte Kreuzzug kein großer Sieg. Es gelingt Saladin nicht, die Kreuzfahrer dauerhaft zu vertreiben. Christen wie Muslime kämpfen hart im Namen ihrer Religionen. Doch weil keine Seite einen entscheidenden Sieg erringt, bleibt der über 100 Jahre währende Kampf lange ungelöst. Jahrhunderte später brechen die Wunden wieder auf, durch den sich anbahnenden Konflikt zwischen dem Islam und der Moderne. Als es soweit ist, bereiten zwei Religionsgelehrte den Boden für eine neue Ära des Islam, eine neue Interpretation des Koran und der Bedeutung von Dschihad. Islamischer Überlieferung zufolge offenbart Gott im 7. Jahrhundert dem Propheten Mohammed die Verse des Koran. Diese Offenbarung ist der Beginn einer neuen Religion und der Ursprung einer Abfolge von mächtigen Reichen. Der Koran war sozusagen der Motor. Er entfesselte phänomenale intellektuelle und religiöse Energien, die die Gesellschaft und Kultur dieser Zeit prägten. Das goldene Zeitalter des Islam dauert Jahrhunderte an. Doch im 15. Jahrhundert setzt ein Niedergang ein. Die Ressourcen der verschiedenen muslimischen Reiche sind überstrapaziert. Es beginnt ein interner Konflikt um Land und Einfluss. Manche Gelehrte sind der Meinung, dies liegt an der Abkehr der Gesellschaft von der koranischen Weisung, nach Wissen oder Ilm zu streben. Stattdessen stehen Machtkämpfe im Vordergrund. Der Niedergang beginnt im 15., 16. Jahrhundert. Ilm oder Wissen wird immer stärker an den Rand gedrängt. Die muslimischen Reiche bekämpfen sich gegenseitig. Es kommt zu Tyrannei und Unterdrückung. Ebenso wichtig für den Niedergang der Reiche sind externe Faktoren, vor allem die wachsende Macht des christlichen Europa. Das letzte große muslimische Imperium ist das der Osmanen. Das Osmanische Reich um die heutige Türkei herum beginnt seinen Aufstieg im 15. Jahrhundert und erstreckt sich letztlich bis vor die Tore von Wien. Hier gelingt es europäischen Streitkräften im Jahre 1683, die muslimische Expansion entscheidend zu stoppen. Zwei Monate lang kämpfen mehr als 200.000 Soldaten vor den Mauern der Stadt. Am Ende wird die osmanische Armee besiegt. Von diesem Zeitpunkt an schrumpft der muslimische Einfluss mehr und mehr zugunsten der europäischen Mächte. Ohne politische zentrale Autorität verbreiten sich verschiedene Interpretationen des Islam in der muslimischen Welt. Als Reaktion entsteht eine Bewegung, die den Islam zu seinem alten Glanz zurückführen will. Und den Koran zu einer wörtlichen Lesart. Mitte des 18. Jahrhunderts lebt ein Gelehrter namens Muhammad ibn Abd al-Wahhab im schrumpfenden Osmanischen Reich, genauer gesagt im heutigen Saudi-Arabien. Er beginnt zu glauben, dass die Muslime von den Lehren des Korans abgewichen sind und fordert die Rückkehr zu dem, was er für die fundamentalen Grundsätze der Religion hält.
Er sah eine zunehmende Korruption der Gesellschaft. Und wie jeder Führer einer Erweckungsbewegung sagte er, wir sind von der wahren Religion abgekommen. Wir müssen deshalb zum Koran und zum Beispiel des Propheten zurückkehren. Wahhab will alle unorthodoxen Interpretationen des Koran verbieten. Er fordert Dinge wie das Steinigen von Ehebrechern und die Amputation der Hände von Dieben. Dies sind Regeln, die im Heiligen Buch geschrieben stehen, aber nicht konsequent angewendet werden. Die Anhänger einer wörtlichen Lesart des Korans übersehen, dass diese Dinge in der Spätantike oder im frühen Mittelalter geschrieben wurden. Dass das so drin steht, heißt noch lange nicht, dass es genau so angewendet werden soll. Wahhabs strikte Interpretation würde vielleicht auf ihn selbst beschränkt bleiben. Doch dann kommt es zu einem schicksalhaften Treffen. 1744 bereist Wahhab die arabische Halbinsel und trifft dabei auf einen örtlichen Herrscher namens Muhammad ibn Saud. Dessen großer Ehrgeiz ist die Vereinigung von ganz Arabien. Mit der fundamentalistischen Lehre Wahhabs, so glaubt ibn Saud, steht ihm die Waffe des Glaubens zur Verfügung, um die Halbinsel zu erobern. Sie unterzeichnen einen Vertrag. Du wirst der Religiöse, ich der politische Führer. Zusammen versuchen wir, die Halbinsel zu erobern. Es dauert beinahe zwei Jahrhunderte. Doch 1924 gelingt den Nachkommen Ibn Sauds die Eroberung Arabiens. Sie beherrschen nun die heiligsten Städte des Islam, Mekka und Medina. Acht Jahre später entsteht der moderne Staat Saudi-Arabien. Die wahhabitische Lehre wird das Gesetz des Königreichs. Doch es ist nicht Muhammad ibn Abd al-Wahhab, der die fundamentalistische Doktrin für das moderne Zeitalter schafft. Diese Aufgabe übernimmt ein ägyptischer Journalist, der auf der wahhabitischen Lehre aufbaut und seine eigene Interpretation des Koran erschafft. Eine Interpretation, die auf Gewalt fußt und seit jeher umstritten ist. Sein Name ist Said Qutb. 1918. Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutet den endgültigen Kollaps des Osmanischen Reichs. Im gesamten Nahen Osten werden arabische Länder unter den europäischen Kolonialmächten aufgeteilt, die säkulare und oftmals repressive Regimes etablieren. In dieser Welt wächst der 1906 in Ägypten geborene Said Qutb auf. Als junger Mann ist er weder radikal noch religiös. Said Qutb ist Journalist und Wissenschaftler. 1948 bringt seine Arbeit ihn in die USA. Dort ist er von der seiner Ansicht nach dekadenten Gesellschaft schockiert und seine Radikalisierung beginnt. Bei der Ankunft in Amerika war er weitgehend säkular. Man muss ihm wohl glauben, dass zwei Dinge ihn an der amerikanischen Gesellschaft abstießen. Das eine war die Rassentrennung und die damals noch gültigen rassistischen Gesetze. Das andere waren die Frauen. Die Freiheit, mit der Frauen dort auftraten, schockierte ihn zutiefst. Nach seiner Rückkehr nach Ägypten tritt Qutb der Muslimbruderschaft bei, einer politischen Organisation, die sich gegen den britischen Kolonialismus wendet und eine Rückkehr zum Koran als Gesetz des Landes fordert. Qutbs Transformation wird beschleunigt, als der ägyptische Präsident Nasser 1954 die Unterdrückung der Muslimbruderschaft beginnt. Qutb wird verhaftet und inhaftiert. In den finsteren, sadistischen Kerkern Nassers wurde Qutb wiederholt gefoltert. Er musste Folter und Mord an vielen Muslimbrüdern erleben. Damals ergriff ihn eine radikale Interpretation des Koran. Er glaubte nicht länger, dass sein beispielhaftes Leben als guter Muslim die arabische Gesellschaft verändern könnte, sondern dass eine Revolution nötig war. Seine Interpretation sah den Islam und alle Muslime im Belagerungszustand. Im Gefängnis schreibt Qutb zwei seiner wichtigsten Werke. Einen Koran-Kommentar
und ein revolutionäres politisches Manifest namens Zeichen auf dem Weg. Wie Al-Wahhab sieht er den Koran als einzige Quelle des Wissens und Leitfaden für das tägliche Leben. Qutb glaubt, dass nur die Rückkehr zum wahren Glauben den Islam retten kann. Er findet im Koran die Rechtfertigung für den bewaffneten Kampf. Sayyid Qutb blickte auf jene Teile der Schrift, die sich mit dem Belagerungszustand beschäftigen. Mit dem Krieg zwischen Glauben und Unglauben. Mit diesen Passagen legitimierte er seine Taten. Er sagt, die Welt hat sich verändert. Und die muslimischen Regierungen verteidigen die islamische Welt nicht mehr gegen Übergriffe von außen. Daher, so sagt er, muss nun jeder individuelle Muslim die Bürde des bewaffneten Dschihad aufnehmen. In den 1960er Jahren beeinflussen Qutbs Schriften viele Muslime im Nahen Osten, die seit Jahren unter der kolonialen Herrschaft leiden. Qutb verstärkt das wachsende Gefühl, die koloniale Herrschaft sei das Äquivalent eines neuen Kreuzzugs. Diese Ideologie erweist sich als inspirierend. Qutb ist eine Inspiration für normale Muslime und islamische Aktivisten, aber auch für verschiedene extremistische Bewegungen, die sich entwickeln. Das führt letztlich zu Osama bin Laden und Al-Qaida. Das Erbe von Wahhab und Qutb in Form des islamischen Extremismus bringt viele Muslime und Nichtmuslime dazu, einen genaueren Blick auf den Koran zu werfen. Es entsteht eine Debatte um die wahre Bedeutung seiner komplexen Verse. Seit 14 Jahrhunderten ist der Koran die Richtschnur für Muslime in aller Welt. Doch was die Gläubigen auf seinen Seiten finden, hängt oft davon ab, was sie suchen. Wie fast alle heiligen Bücher enthält der Koran viele widersprüchliche Aussagen, die schwer in Einklang zu bringen sind. Viele Verse rufen die Gläubigen auf, in Frieden zu leben und eine Gesellschaft der Toleranz und Gerechtigkeit zu erschaffen. Sure 16, Vers 90. Wahrlich, Allah gebietet, gerecht zu handeln, uneigennützig Gutes zu tun und freigebig gegenüber den Verwandten zu sein. Und er verbietet, was schändlich und abscheulich und gewalttätig ist. Doch andere Verse im Koran befehlen den Muslimen, die Ungläubigen mit Waffengewalt zu bekämpfen. Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben, bis sie eigenhändig den Tribut in voller Unterwerfung entrichten. In jüngerer Zeit interpretiert ein kleiner, aber wachsender Prozentsatz von Muslimen diese Verse als Rechtfertigung für eine Ideologie der Gewalt. Es gibt einen regelrechten Kampf um die Seele des Islam zwischen der Mehrheit und einer Minderheit, die klein, aber gefährlich und überproportional einflussreich ist. 1998 zitiert Osama bin Laden einen dieser Verse. Sure 9, Vers 5. Tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Osama bin Laden zitierte den Koran und das Beispiel des Propheten, um seine Handlungen zu rechtfertigen, sowie die Handlungen anderer radikaler Führer und ihre Form des Dschihad. Doch muslimische wie nicht-muslimische Religionsexperten weisen darauf hin, dass bin Laden den Koran auf verkürzte und verzerrte Weise einsetzt. Wenn wir uns die von bin Laden zitierten Verse ansehen, stellt sich heraus, dass er mit ihnen spielt, um sie militärischer wirken zu lassen, als sie eigentlich sind. Er zitiert einen Vers, der davon spricht, die Ungläubigen zu bekämpfen und zu töten. Da hört er auf. Doch der Vers geht noch weiter.
Der Koran sagt aber auch, wenn der Feind keine Bedrohung mehr ist, wenn er aufhört zu kämpfen, dann denkt daran, Gott ist gnädig. Krieg ist nicht der primäre Weg, den ihr einschlagen sollt. Religionsexperten meinen, dass diese Art Verzerrung verbreitet bei radikalen Muslimen ist. Diese bestehen zumeist darauf, dass es einst eine Zeit gab, als alle Anhänger des Koran eine einzige Interpretation seiner Worte teilten und danach lebten. Die Idee, dass es eine Ursprungsversion des Islam gab, bevor die Religion durch verschiedene Interpretationen gespalten wurde, und dass wir zu dieser Urversion zurückkehren können, ist einfach falsch. Es gab nie eine Urversion. Von dem Moment an, da der Prophet die ersten Worte des Koran offenbarte, wurden seine Worte von den verschiedensten Menschen der Gemeinde auf unterschiedlichste Weise verstanden. Die Frage, ob der Koran Terrorakte rechtfertigt, liegt im Zentrum der heutigen Krise des Islam. Die Wurzeln dieser Krise liegen in einem Problem, das fast alle großen Religionen haben. Wie bewahrt man die Relevanz eines heiligen Textes in der modernen Welt? Der Islam macht eine Phase durch, mit der auch das Judentum und das Christentum seit dem späten 19. Jahrhundert zu kämpfen haben. Es geht um das Verhältnis von Tradition zur Moderne. Was ist die heutige Bedeutung religiöser Tradition? Fundamentalismus ist eine Reaktion auf die Moderne, auf Veränderung. Solange der Wandel unausweichlich ist, ist es auch der Fundamentalismus. Es ist ebenso unausweichlich, dass die Gläubigen im Koran Antworten über die Zukunft suchen. Der Koran wurde verwendet, um die Zukunft vorauszusagen. Doch er behauptet gar nicht, die Zukunft zu offenbaren. Das einzig Zukünftige, mit dem sich der Koran beschäftigt, ist das Ende aller Tage. Das hindert so manchen nicht daran, aus den Seiten des Korans spezifische Aussagen über die Zukunft abzuleiten. Ein Muslim verweist auf koranische Verse, die von einer großen Flut handeln. Er sagt voraus, dass 2007 ein großer Tsunami die USA treffen wird, als Strafe für Verbrechen gegen die Menschheit. Doch die meisten Religionsgelehrten lehnen solche Prophezeiungen als verzerrte Lesart des Textes ab. Man kann den Text vielfältig interpretieren. Die Schwierigkeit liegt nicht darin, was der Text sagt, sondern darin, was wir in ihm sehen wollen. Seit Jahrhunderten des Krieges und des Friedens beeinflusst der Koran den Lauf der Weltgeschichte. Die Botschaften des Heiligen Buchs des Islam haben große Zivilisationen hervorgebracht, wurden aber auch zur Rechtfertigung von barbarischen Akten missbraucht. Muslime respektieren den Koran und lassen sich von ihm motivieren. Die Herausforderung besteht darin, ihnen den Spiegel vorzuhalten und zu fragen, kommt das wirklich aus dem Koran oder ist nicht die Botschaft des Friedens, der Nächstenliebe, der Freundschaft und des Wissens stärker in ihm? Wenn wir das richtig hinkriegen, können wir die Natur der muslimischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert verändern. Ein Großteil der Muslime kann heute lesen und schreiben, hat Zugang zum Koran. Individuelle Muslime, vor allem Frauen, nehmen von sich aus den Koran in die Hand, oft zum ersten Mal. Sie erschaffen einen Islam, der immer vielfältiger wird, der das genaue Gegenteil dessen wird, was die Dschihadisten und Extremisten erreichen wollen. Welchen Einfluss der Koran auf die Weltgeschichte haben wird, hängt davon ab, wie Millionen von Gläubigen weltweit seine Worte interpretieren und wie sie ihr Leben nach ihrem heiligen Buch ausrichten.